Herzlich willkommen hier in Lonzen zu Le Beau Vélo de Ravel. Die Radtour der RTBF hat wieder Station gemacht bei uns in Ostbelgien an diesem historischen Wochenende. Wir haben die 27 Kilometer schon in den Knochen, sind auch ein bisschen nass geworden, wie man sehen kann. Dabei sah das heute Vormittag sehr vielversprechend aus und so wirklich hat der Regen der Stimmung auch keinen Abbruch getan. Etwas mehr als 2000 Menschen sind mitgefahren, darunter auch etliche Ostbelgier, die ihre Region auf zwei Rädern neu entdecken konnten. Denn querfeldein ist der Fahrradblick ein anderer als aus dem Auto heraus. Und manch einer war überrascht, wie kurz doch die Distanzen auch auf dem Fahrrad sind. Über Kelmis ging es nach Morsnet Richtung Golfclub zu einer wohlverdienten Pause. Denn danach wartete der Aufstieg zurück in den East Belgium Park. Le Beau Vélo de Ravel hat sich nicht irgendein Wochenende ausgedacht, um in Lonzen Station zu machen, sondern das Wochenende, an dem vor 100 Jahren die deutschen Truppen einmarschiert sind und damit der Erste Weltkrieg auch für Belgien begonnen hat. Alfred Lüsser ist der Bürgermeister von Lonzen. Für Sie eine besondere Ehre, dass das heute hier stattgefunden hat? Ich denke mal ja. Früher waren wir hier in Preußen, heute sind wir in Belgien. Und ich denke, es war eine nette Geste vom BRF und von Vivacité, diesen Ravel an diesem Wochenende, den Erinnerungsravel, Ravel du Souvenir, hier bei uns stattfinden zu lassen. Es gibt auf der einen Seite das traurige Ereignis, Erinnerungen an den Ersten Weltkrieg, und auf der anderen Seite hier ein Familienfest. Wie passt das zusammen? Ich denke mal, das ist Harmonie. Eigentlich so, wir gedenken derjenigen, die ihr höchstes Gut für uns hingegeben haben, ihr Leben, um unsere Freiheit, damit wir heute solche Feste feiern können. Und darum denke ich, das Ganze ist eine runde Sache. Diese Flagge kennen Sie vielleicht noch von der Fußball-Weltmeisterschaft. Das ist die Fahne von Kamerun. Aber Kamerun hat weitaus mehr zu bieten als nur Fußball. Was genau, das darf sich zumindest eine unserer beiden Kandidatinnen persönlich anschauen gehen. Denn wir verspielen ja eine Reise nach Kamerun. Martha arbeitet in Brüssel in der Botschaft von Kamerun. Martha, was muss man über Kamerun wissen? Ja, Kamerun findet sich im Zentralafrikas. In Kamerun gibt es viele Regionen. Jede Region hat seine eigene Sehenswürdigkeiten, Speise und Kultur. Melanie Malzahn ist unsere erste Kandidatin im Geschicklichkeitsparcours. Sie und ihre Konkurrentin Alexa Dahmen mussten außerdem Golf spielen und in einem Quiz bestehen. Darin gab es Fragen zur ostbelgischen Geschichte und zu Kamerun. Unterm Strich also 18,8 Punkte für Melanie. Und für Alexa waren es dann 25 Punkte. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Die Botschaft Kameruns in Brüssel sorgte für das passende Outfit. Ein Trikot der Nationalmannschaft. Alexa fährt damit nun eine Woche bei Le Beau Vélo du Bout du Monde durch Kamerun. Die anderen Radfahrer feiern Nadine Nix auf der Bühne. Die Ostbelgierin sang auch ihren Song Out 14 U. Das bedeutet mir sehr viel. Ich habe das geschrieben, weil ich meine Oma ehren wollte, die mir sehr viele Sachen erzählt hatte, als sie Kind war, was sie so mitgemacht hat. Und ich habe darüber mal nachgedacht und so und dachte mir, ich habe das zusammengeschrieben mit der Christine Donnet, die sich dann vertieft hat in den Recherchen. Und dann gab es dieses Lied, entstand dieses Lied. Anstrengend und nachdenklich der Nachmittag, entspannter der frühe Abend mit den Rubettes und ihrem Hit Sugar Baby Love. Le Beau Vélo de Ravel, bald sicher wieder zu Gast in Ostbelgien.